Es war einmal eine Schweinemutter. Ja? Die Mutter lebte mit ihren drei kleinen Schweinchen. Ja. Das erste Schweinchen. Das zweite Schweinchen und das dritte Schweinchen. Die ganz schnell. Eins, zwei. Das erste Schweinchen, ja, war sehr faul. Es war sehr faul. Faul. Ah, okay. Das erste Schweinchen war sehr faul. Okay. Ja. Das zweite Schweinchen war auch faul. Mhm. Und das zweite Schweinchen aß viel. Das ist aß. Ne? Das zweite Schweinchen aß viel und das dritte Schweinchen war sehr fleißig. Fleißig ist das Gegenteil von faul. Ah, okay. Ja? Das ist faul und das war sehr fleißig. Das ist das Gegenteil. Es war fleißig und auch intelligent. Sehr intelligent. Die vielleicht nicht so intelligent. Vielleicht sind sie ein bisschen dumm. Eines Tages waren die Schweinchen groß. Und da sagte die Mutter, ihr seid jetzt groß. Ja? Ihr braucht ein eigenes Haus. Ein Haus für euch. Baut euch ein Haus. Ja. Baut euch ein Haus. Und das erste Schweinchen war faul. Das erste Schweinchen baute ganz schnell ein einfaches Haus aus Stroh. Ja, ein Haus aus Stroh, so. Da ist die Tür. Ein Strohhaus, ja? Stroh. Das ist ein Strohhaus. Mhm. Ein Haus aus Stroh, ja? Und das Schweinchen war sehr glücklich und dachte, das ist ein gutes Haus. Hier kommt der Wolf nicht herein. Nein. Das zweite Schweinchen hatte auch eine Idee. Aber nicht ein Haus aus Stroh zu bauen. Das zweite Schweinchen wollte ein Haus aus Holz bauen. Ja. Das ging nicht so schnell. Und es war nicht so einfach, ein bisschen schwerer, ja, ein bisschen langsamer. Und er baute das aus Holz. Da ist das Holz. Und auch das zweite Schweinchen war glücklich und dachte, hier kommt der Wolf nicht rein. Das dritte Schweinchen war sehr fleißig. Es baute das Haus nicht schnell und nicht aus Holz und nicht aus Stroh. Das dritte Schweinchen baute sein Haus aus Stein. Ja, und das ist sehr langsam und sehr schwer, weil man muss Stein auf Stein, auf Stein, auf Stein, auf Stein, ja. Und er baute sein Haus
Ups, da ist die Tür. Aus. So, aus Steinen. Hoffentlich nicht so. Ja. Er baute sein Haus aus Stein. Das dritte Schweinchen war auch glücklich mit dem Haus. Und das dritte Schweinchen dachte, hier kommt der Wolf niemals, niemals rein. Ja. Für eine lange Zeit lebten die drei Schweinchen glücklich in ihrem Haus. Doch eines Tages hörten sie den Wolf. Hier kommt der Wolf. Böser Wolf. Ja, da kommt der Wolf. So. Sie hörten den Wolf. Das erste und das zweite Schweinchen hatten große Angst. Und sie zitterten in ihrem Haus. Der Wolf ging zu dem Strohhaus. Und er rief: Er rief laut, ja. Er rief: Kleines Schwein, lass mich herein. Und das kleine Schwein antwortete: Nein. Dann trampelte und pustete der Wolf und das Strohhaus war weg. Kein Stroh haben es mehr. Oh je, weg. Okay. Er pustete das Strohhaus weg. Das kleine Schweinchen hatte große Angst. Und es lief ganz schnell zip, zu seinem Bruder in das Holz, Holzhaus. Und der Wolf lief hinterher und rief wieder: Kleines Schwein, lass mich herein! Und das zweite Schweinchen rief: Nein! Und der Wolf trampelte und pustete das Holzhaus weg. Weg auch, okay. Weg. Kein Holzhaus mehr. Die beiden Schweinchen hatten große Angst und liefen Nummer 1 und Nummer 2 zu dem dritten Schweinchen in das Steinhaus. Der Wolf lief hinterher und rief wieder: Kleines Schwein, lass mich herein! Das dritte Schweinchen sagte: Nein! Und der Wolf trampelte und pustete aber das Steinhaus blieb. Er konnte es nicht wegpusten. Das Steinhaus blieb. Der Wolf war sauer, ja, aber er hatte eine Idee. Das Steinhaus hatte einen Kamin. Ja, das ist ein Kamin. Ein Kamin. Ja, ein Kamin. Das Steinhaus hatte einen Kamin. Und der Wolf hatte eine Idee. Er holte
eine Leiter. Ah ja. Er holte eine Leiter und wollte durch den Kamin in das Haus gehen. Ja, in den Kamin rein. Aber das dritte Schweinchen war sehr intelligent. Und es hörte den Wolf und stellte einen Kessel. Ups, das war nicht so gut. Ja, das nehmen wir als Henkel. So. Einen Kessel. Ja. Unter den Kamin in dem Haus. Und er machte ein Feuer. Ach so. Ja. Und in dem Kessel war Wasser. Und das Wasser wurde heiß und kochte. Ja. Und der Wolf ging durch den Kamin. Und fiel. Platsch. Da sind die beide. In den Kessel. In das kochende Wasser. Das dritte Schweinchen nahm einen großen Deckel. Und machte den Kessel zu. Der Wolf war in dem Kessel. Und lebte nicht mehr. Der Wolf war tot. Okay. Die drei Schweinchen sprangen und tanzten um den Kessel und sangen, der Wolf ist tot, der Wolf ist tot. Ja, tot. Lebte ist nicht tot. Ja. Ja. Der Wolf ist tot, der Wolf ist tot. Und danach bauten das erste und zweite Schweinchen auch ein Haus aus Stein. Kein Haus aus Stroh mehr, kein Haus aus Holz. Sie bauten auch ein Haus aus Stein. Und alle drei lebten glücklich bis ans Ende. Sehr nett.